Guten Morgen! Wir haben heute Montag und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe jetzt Bock auf Selbstexperimente, weil wenn ich eh schon zu Hause bin, dann kann ich sowas auch mal durchziehen. Genau, deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich jeden Tag 3 Liter Wasser trinke für mindestens eine Woche. Und ich würde sagen, let's start mit der ersten Flasche. Die ganzen Wasser, die ich hier im Video zeigen werde, sind alles unbezahlte Werbung. Und deswegen würde ich sagen, fange ich an. Das ist eine 0,75 Liter Flasche. Und dann zeige ich euch jedes Mal, wenn ich jeden Tag irgendwas trinke. Because Wasser trinken ist wichtig und ich hoffe, dass ich dann irgendwie einen Special-Effekt oder so finde. Weil es natürlich geil wäre, wenn ich dann irgendwie reinere Haut hätte oder es mir einfach besser geht. Das wäre natürlich absolut chillig und genau das will ich jetzt herausfinden. Wir haben jetzt knapp nach 18 Uhr und ich habe noch nicht mal 1 Liter getrunken. Geil. Ich muss jetzt auf jeden Fall nachholen, dann schaffe ich die 3 Liter oder nicht mehr. Ich habe es gesagt, wir haben jetzt 18:15 Uhr und die erste Flasche ist leer. Ich weiß, keine Meisterleistung, aber es muss noch was werden mit den 3 Litern, sonst habe ich verkackt. Also meine Hoffnung ist jetzt ein bisschen so, dass ich jetzt streame und nebenbei noch diese Wasserflasche versuche jetzt zu trinken, also diese hier. Das ist die von heute früh. Und wow, wäre natürlich geil, weil dann hätte ich die 1,5 Liter und dann schaffe ich das bis 24 Uhr schon. Ich glaube, das geht. Also ich würde sagen, das Meisterwerk ist verbracht. Ich habe die Flasche ausgetrunken. Und wir haben gerade mal erst 18:59 Uhr. Also wie lang streame ich jetzt? 38 Minuten. Ich sagen, bin ich schon gut drin. Aber jetzt machen wir ein bisschen Pause, weil ich muss die ganze Zeit aufs Klo. Die dritte Flasche bricht an. Wir haben kurz vor 20 Uhr. Und ich habe ein bisschen Struggle, dass ich das nicht mehr ganz hinbekomme. Aber ich bin guter Dinge, dass ich die jetzt relativ schnell austrinke. Bis 21 Uhr ist die leer. Und dann bis 22 Uhr die nächste Flasche. Also mir ist gerade einfach eingefallen, ich könnte einfach 3 Liter Flüssigkeit trinken. Weil ich würde schon sagen, es ist dann nämlich too much, wenn ich dann 3 Liter Wasser trinke und dann vielleicht auch 1 Liter Kaffee und Tee oder 2 Liter Kaffee und Tee. Deswegen, ja, ich trinke jetzt diese Flasche noch aus. Weil wir haben es jetzt kurz vor 20 Uhr. Und ja, dann war es das, weil ich hatte heute schon 3 Tassen Kaffee und das ist die dritte Flasche, jeweils 750 Milliliter. Ich würde sagen, das passt. Chillig. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder zum Frühstück, weil ich zeige euch dann dieses Mal auch die ganzen Kaffees, weil sonst wäre es ja lost, weil die habt ihr ja heute nicht gesehen. Aber ich habe sie getrunken. Glaubt's mir. Ich stehe schon im Bett, aber die Flasche ist leer. Jetzt haben wir es kurz vor 10 Uhr. Geil und bis morgen. Morgen. Das ist jetzt meine erste Tasse Kaffee und wir haben jetzt Dienstag um fast kurz vor 9. Also es ist 8:50 Uhr. Genau, also ich würde sagen, es läuft auf jeden Fall schon mal gut, weil erste Tasse Kaffee schon relativ früh und dann könnte ich das hinbekommen, weil gestern war es ja doch schon 10 Uhr. Weil ich dann in der Früh wieder aufstehe, dann ist das Kacke. Deswegen will ich das heute ein bisschen flotter hinbekommen, weil nicht, dass ich dann wieder um 18 Uhr gefühlt noch 2 Liter zu trinken habe. Ich habe jetzt den zweiten Kaffee heute gemacht. Später wie Kaffee. Ich habe Kaffeebohnen bestellt aus den Niederlanden. Und die sollen angeblich heute ankommen. Wäre natürlich geil, wenn die ankommen, weil Coffee ist nice. Jo. Wir haben es jetzt 11:30 Uhr und ich fange jetzt auch noch die erste Flasche Wasser. Ja, doch etwas später, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber nein, who cares? Wo gibt es das zweite Flasche? Weil, keine Ahnung, es ist einfach 18 Uhr. Geil, ich würde es eigentlich früher schaffen. Aber die andere ist auf jeden Fall schon leer. Jetzt ist es 10 Uhr. Wie gesagt, vorher diese Flasche ist leer und die rote ist auch leer. Da hatte ich heute 3 Tassen Kaffee. Das heißt hier 1 Liter, hier 0,75. Plus ein Kaffee sind 2 Liter plus 0,5, weil nochmal 2 Kaffee. Dann muss ich jetzt hier die Hälfte noch trinken, dann bin ich ready. Das Video kann schon relativ lang werden. Also ich habe jetzt, sieht man das? Bisschen mehr, glaube ich, sogar aus die Hälfte getrunken. Das heißt, ich bin jetzt fertig und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich bin ein bisschen krank geworden heute in der Früh. Und ja, ich habe ein bisschen Akne, also wäre schon cool, wenn sich das eventuell bessern könnte. So, ich gehe jetzt ins Bett und morgen geht's weiter. Bis dann. Guten Morgen and welcome to Day 3. Ja, ich habe mir jetzt meine Zipfel gemacht. Sieht zwar auch irgendwie kacke aus, aber besser als nichts. Meine erste Tasse Kaffee ist this one. Und ja, ich bin halt jetzt irgendwie extrem spät aufgestanden, weil wir haben jetzt 10 Uhr. Geil. Ich lüfte jetzt gerade durch, chill mich dabei ein bisschen aufs Sofa und trink meinen zweiten Kaffee.
Hello, ich habe auf jeden Fall die Flasche von gestern schon ausgetrunken, was die von gestern Abend, die ich halb getrunken habe. Und somit habe ich schon 1,5 Liter Wasser geschafft. Genau. Mein Kaffee ist noch fast, also halb leer. Und jetzt ist er leer. Also ich habe schon 1 Liter von 3. Okay. Ich würde sagen, läuft ganz gut. Wir haben 11:45. So, ich bin jetzt fertig gefühlt mit meinem dritten Kaffee. Aber den dritten habe ich nicht gefüllt, weil meine Oma da war. Und jetzt muss ich mir wieder mein Wasser machen, weil es ist einfach schon 19:20 Uhr. Und ich habe immer noch fast nicht mehr getrunken als gestern. Jetzt ist den Stuff ausgetrunken. Jetzt fehlt einfach nur noch 0,75. Und das heißt, ich fülle mir jetzt 3/4 diese Flasche voll und trinke die dann nochmal aus. Das kommt mit 3/4 eigentlich ganz gut hin. Und dann trinke ich das jetzt aus und hoffe, dass wieder das gut wird. Da habe ich meine Zupfe auch wieder aufgemacht. Die Flasche ist leer. Wir haben jetzt 9:05. Und ich bin happy, weil ich habe es jetzt fertig. Jetzt muss ich wahrscheinlich die ganze Nacht aufs Klo. Aber who cares? Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. Erster Kaffee heute am Tag. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Nee, heute ist Donnerstag. An Tag 4. Kaffeemaschine wird schon wieder entkalkt werden durch das, aber wir lassen uns davon jetzt nicht hetzen. Wir trinken den Kaffee. Meine erste Flasche Wasser. Ja, nicht über. Und ja, mein Kaffee ist auch noch nicht leer. Ein dritter Kaffee, ich weiß, Videoaufnahme. Extrem kacke. Aber ja. Die eine Wasserflasche habe ich auch schon fertig ausgetrunken. Die Flasche nochmal aufgefüllt mit Leitungswasser und das ist heute dann auch die letzte. Dann habe ich einfach diese 3 Liter schon geschafft. Yay! Ich habe vergessen, meine 4. Tasse Kaffee zu filmen. Also, I'm so sorry. Der 2. Kaffee ist fast leer. Der 1. Kaffee für heute ist auch schon wieder gefühlt fast leer. Und gleich gibt es wahrscheinlich gleich die 2. Das Video ist extrem unspektakulär bis jetzt. So, das ist jetzt die Flasche. Das ist eine 1,5 Liter Flasche. Das sieht man hier. Genau. Und mein 4. Kaffee. Falsche Tasse. Mein 4. Kaffee. Und den 3. habe ich nicht gefilmt, because meine Oma war da zum Kaffee trinken. Die Flasche ist jetzt leer, jetzt muss ich nur noch 1,5 Liter trinken und dann habe ich es geschafft. So, das ist noch meine Wasserflasche, die muss jetzt noch ausgetrunken werden. Ist eine 0,5er und dann bin ich ready für heute. Ich habe die Flasche ausgetrunken, geil. So, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht. Neuer Tag, neues Glück, ich sitze jetzt schon am Auto, meine erste Tasse Kaffee habe ich schon getrunken. Und wir wollen gerade einkaufen. I'm home and das ist mein 2. Coffee für heute, on Tag. Boah, ich glaube 5, 6. Keine Ahnung. Der Kaffee heute, yay, mit Monster-Tasse. Die Bio-Flasche muss jetzt noch getrunken werden. Wir haben jetzt 15:22. Ja, sieht gut aus. Und jetzt noch eine Tasse Tee. Jetzt fertig mit dem. Das ist jetzt das Wasser. Und das trinke ich jetzt auch. Die Flasche habe ich jetzt ausgetrunken und ich habe es weggeext. Tschüss, bis morgen. In 7 Tagen einfach mein erstes Glas Wasser. Geil. Jetzt gibt es Kaffee mit Hafermilch. Normale Milch ist ja nicht erlaubt. Mal gucken, wie es schmeckt. Mein 2. Kaffee mit Hafermilch. Kurzes Feedback zu meiner 1 Woche 3 Liter Trinken Challenge. Ja, also ich habe mich schon in die Fitte gefühlt, dass ich mir getrunken habe. Vielleicht auch ein bisschen Einbildung, Placebo, I don't know. Mein Skin ist nicht wirklich besser geworden. Das heißt, ich habe immer noch überall Akne. Aber ja, egal. Ich habe mich fitter gefühlt und es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich trinke jetzt trotzdem ganz normal weiter wie vorher, weil keine Ahnung. Man geht halt schon oft aufs Klo. Also ich konnte teilweise nachts kaum schlafen, weil ich irgendwie alle 2, 3 Stunden aufs Klo musste. Vielleicht auch Gewohnheitssache. Aber es ist ungünstig, wenn man immer aufs Klo muss. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mal alle bitte auf ihren Like da. Dankeschön. Tschüss.